Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 23. Kalenderwoche, der zweiten Woche im Juni. Wir haben über die gesamte Woche hinweg abnehmenden Mond. Die Woche beginnt am 5. Juni und geht bis zum 11. Juni. Und für manche von uns haben einen Feiertag auch in dieser Woche. Am 8. Juni ist Fronleichnam. Ich werde jetzt hier erstmal deine Karten mischen. Lieber Krebs, du kannst mich gerne begleiten. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, vorspulen. Ich habe unten einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Legung führen wird. Okay. Wir fangen jetzt erstmal an zu mischen. Ich werde jetzt auch das feministische Orakel verwenden und die mystischen Traumwelten, das keltische Tarot. Wir fangen jetzt einfach mal an, lieber Krebs, und ziehen dir eine erste Karte. Zwei Karten. Entschuldigt bitte. So. Hier sind ganz viele Karten rausgekommen. Eine von denen ist es. Nur welche? Das ist sie. Okay. Jetzt sind wir beim Mondorakel. Und die Hauptlegung mache ich wie immer mit dem Crowley Deck. Okay, ich bin schon sehr gespannt, was deine Karten sagen werden. So, wir müssen jetzt nur die Karten auflegen. So,
Okay, lieber Krebs, beginnen wir. Ich bin schon sehr gespannt. Und hier haben wir den Magier und den Mond, ne, als deine Hauptenergie in dieser Woche. Spricht von großer Schaffenskraft, dass du hier in dieser Woche in der Lage sein wirst, etwas, was dir sehr wichtig ist, in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Idee, die dir wirklich sehr am Herzen liegt, wirst du anpacken und in die Tat umsetzen. Sehr große Schaffenskraft zeigt sich hier und auch die Fähigkeit, Faszination auf andere auszuüben, andere von deinen Vorhaben zu begeistern. Ja, eben so motivierend zu wirken. So dass, ja, eventuell, wenn es notwendig ist, auch dir andere Leute dabei helfen, deine Ziele, deine Vorstellungen, deine Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, aber es, also, was heißt aber? Diese Angelegenheit liegt dir wirklich, wirklich ganz persönlich sehr stark am Herzen und ist eine große Herausforderung für dich, dass du das jetzt anpackst. Und tatsächlich könnte es sein, dass dich das im Vorfeld ein wenig nervös und unsicher macht. Gerade die Dinge, die einem besonders am Herzen liegen, da ist das halt oft so, dass du im Vorfeld dir besonders viele Sorgen machst, ne? Weil wenn das dann scheitert, kann man, oder so, ne? Also was es nicht tun wird. Aber falls da irgendwas schief geht, hängt da ganz viel dran, was mit dir selber zu tun hat, ne? Es ist dir einfach ein besonderes Anliegen. Ja, aber oft sind das dann halt auch gerade die Herausforderungen, die einen besonders weit im Leben bringen, ne? Und die einen besonders glücklich machen im Endeffekt, wenn man sie tatsächlich umgesetzt hat. Ich kann mir auch vorstellen, wenn da so viel Energie sich angesammelt hat, dass dieses Vorhaben schon lange in der Vergangenheit lag, ne? Dass du dir das schon lange vorgenommen hast und dass jetzt in dieser Woche endlich die Zeit gekommen ist, in der du das machen kannst. Es könnte halt wirklich eine Idee sein, die du hier in die Tat umsetzen willst. Es kann aber halt auch sein, dass du eine wichtige Präsentation hast, ein wichtiges Vorhaben oder vielleicht sogar einen Auftritt auf einer Bühne, in irgendwie auch mit der Öffentlichkeit in Zusammenhang stehend. Aber, also nicht aber, es ist dir auf jeden Fall persönlich ganz, ganz wichtig. Du machst es nicht für die anderen, sondern auch vor allem für dich, ne? Du weißt, dass es für dich das Richtige ist, auch wenn es dich im Vorfeld etwas nervös macht. Also ich finde, es ist hier schon mal sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, lieber Krebs, wie das bei dir weitergeht. Ach ja, wie schön. Die 6 Kelche. Es wird dich einfach komplett glücklich machen. Ja, ich hatte hier schon vermutet, dass vielleicht dieses Vorhaben schon lange in der Vergangenheit liegt. Also diese Idee, dass du diese Idee hattest oder dass du diesen Plan, dieses Ziel schon mal irgendwie formuliert hast. Und das führt auch dazu, dass du dich irgendwie an früher so ein bisschen zurückerinnerst, dass du hier in Gefühlen schwelgst, in nostalgischen Gefühlen und dich damit sehr, sehr wohl fühlst, ne? Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen verjüngt durch diese Verbindung zu der Vergangenheit. Auf jeden Fall wirst du hier in der Woche auch viele Gründe haben, das Leben leicht nehmen zu können, genießen zu können, in Gefühlen zu schwelgen. Vielleicht der ein oder andere von euch wird vielleicht auch auf Wolke 7 fliegen. Also auch hier sehr starke Gefühle zu einer Person haben, sehr starke Bande zu einem besonderen Menschen aufbauen und viele Gefühle, viele schöne Momente mit dieser Person teilen können. Oh wow, was hast du für eine schöne Legung, lieber Krebs. Und das alles ist deine Wunscherfüllung. Es ist dein Traum, der vielleicht jetzt, und das sieht mir hier schon danach aus, in Erfüllung gehen wird. Auf jeden Fall teilweise. So, dass du irgendwie auch das Gefühl hast, du kommst deinen Träumen, deiner Wunschvorstellung, dein Ideal ein Stück weit näher. Also hier gibt es wirklich nicht nur den Bezug zur Vergangenheit, sondern auch den Bezug zur Zukunft. Dass das, was jetzt in dieser Woche passieren wird, dir eine Vorstellung davon geben wird, was in der Zukunft für dich möglich sein kann, sein wird, dich auch sehr inspirieren wird. Hier steckt auch emotionale Heilung drin.
Also, dass hier endlich, also ja, endlich etwas zur Heilung kommt, so, dass du hier etwas, ja, dass sich hier ein Knoten löst und ja, und du regelrecht, ja, einfach dich reinigen und befreien kannst. Ne? Das ist eine sehr reinigende Energie. Und der Mond finde ich jetzt besonders spannend, weil der Mond hat auch manchmal etwas damit zu tun, dass man sein Herz öffnet, ne? Dass man zu seinen Gefühlen steht, dass man zu seinen Herzenswünschen steht und das sehe ich hier deutlich auch, denn einige von deinen Herzenswünschen könnten in dieser Woche in Erfüllung gehen. Du wirst dich auf jeden Fall sehr glücklich fühlen. In der Vergangenheit die Königin der Scheiben und die Harmonie. Die Königin der Scheiben ist eine Hofkarte, eine Person, die sich auf dich beziehen könnte, lieber Krebs, oder eine Person in deinem Umfeld, oder manchmal ist es auch beides gleichzeitig. Die Königin der Scheiben ist eher eine Erdenergie, könnte sich also hier um ein Erdzeichen handeln, Steinbock, Stier oder Jungfrau. Aber grundsätzlich kann diese Person jedes Sternzeichen haben. Wassermann zeigt sich hier, Waage zeigt sich hier auch, Skorpion tatsächlich auch. Die Königin der Scheiben steht auch manchmal grundsätzlich für einen stabilen Beziehungspartner, eine Ehefrau, einen Ehemann oder auch einfach für einen sehr zuverlässigen und immer für einen, also einen zuverlässigen, stetigen Freund oder Freundin. Oder eben, dass du diese Person warst für jemanden. Ne? Die Königin der Scheiben hat sehr viel Reife, sehr viel Wohlstand. Diese Person hat schon viel erreicht, hat einen großen Erfahrungsschatz und ist sich mit sich hier sehr im Einklang. Vielleicht warst du auch diese Person, hast hier auch vielleicht sehr viel erreicht in deinem Leben, einen sicheren Hafen erreicht, ne? Dir eine sehr stabile Situation geschaffen, die du jetzt halt besonders genießen kannst. Also hier wurde Harmonie hergestellt. Was dachte die Königin der Scheiben? Ja, diese Person war absolut zufrieden, hat wirklich hier eine sehr sichere, stabile Situation gefunden, war einfach glücklich. Ne? Ist halt auch wirklich die Vorstufe von den 6 Kelchen, ne? Von 4 Kelche auf 6 Kelche. Ja, ich kann nur sagen, ne? Du warst mit dieser Person und oder als diese Person sehr glücklich, sehr zufrieden. Und dieses Glück halt jetzt noch nach, ne? Und baut sich jetzt auch noch, verfestigt sich jetzt auch noch in deinem Leben. Ne? Also hier wirklich sehr, sehr schöne Energien. Und es wird, was eure Verbindung betrifft, es wird jetzt ernster zwischen euch beiden. Und das ist dir auch klar und das entspricht auch dem, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, du spürst diese ganzen Gefühle, es ist unheimlich, ihr habt auch schon eine gemeinsame Geschichte, du kannst hier auch in Gefühlen schwelgen in der Vergangenheit, weil ihr schöne gemeinsame Erfahrungen schon erlebt habt. Du merkst aber jetzt, dass es ernst wird und ja, dass es hier nicht nur um Verliebtheit geht, sondern um viel mehr. Und ich sehe hier, dass du im Laufe der Woche eine sehr reife Haltung zu dieser Beziehung, zu dieser Verbindung einnehmen wirst und überhaupt zu deinem Leben, dass du danach strebst, einen objektiven Standpunkt einzunehmen, auf dich selbst fokussiert bist. Und halt auch bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, vernünftige, reife Entscheidungen zu treffen. Ja, aus der Ruhe heraus auch. Nicht auf Basis der Gefühle, sondern aus der Ruhe heraus
Entscheidungen für die Zukunft treffen zu wollen. Wenn das auch hier um Arbeitsthemen geht, das könnte nämlich auch sehr gut sein, dass es hier um ein Herzensprojekt geht, dann bist du hier auch bereit, sehr fleißig, sehr stetig zu arbeiten, sehr auf eine bescheidene Art und Weise. Also du überschätzt dich nicht, du hast hier wirklich ein ganz klares Urteilsvermögen und bist auf den Boden der Tatsachen. Und auf Basis dessen, auf Basis dieser realistischen Einschätzung, triffst du nun Entscheidungen bezüglich deiner Beziehung und oder deines Projektes. Also das ist ja schon mal auch echt eine gute Einstellung hier. Ja, wow, und hier kommt die Kunst, ne? Also du hast wirklich eine wunderschöne Legung. Ja, denn du wirst hier genau das richtige Verhältnis finden. Vielleicht auch das richtige Verhältnis zwischen Beziehung und Arbeit, aber auch auf der Arbeit oder in deiner Beziehung. Also gerade auf der Arbeit wirst du besonders gekonnt gewisse Lösungen finden können. Ich sehe hier sehr viel Kreativität, sehr viel Individualität, ne? Das sind auch Sachen. Also da findest du eine individuelle Lösung, die vielleicht auch nur du schaffen kannst, ne? Also ich sehe hier wirklich sehr viel Kreativität. In Sachen Beziehung zeigt sich hier sehr starke Bande, sehr starke Harmonie. Auch wenn ihr sehr gegensätzlich sein könntet, zeigt sich hier so eine Grundharmonie, dass ihr sehr gut zusammen, dass eure Dynamik einfach sehr, sehr gut und stimmig ist. Was dir natürlich auch dann halt sehr viel Optimismus verleiht. Du bist im Moment in dieser Woche wirklich deines eigenen Glückes Schmied. Ne, es ist nicht immer ein Satz, der gut passt, aber hier schon. Ne? Du hast hier wirklich sehr große Schaffenskraft, sehr viele Möglichkeiten. Es geht aber hier jetzt nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwie etwas zu bewirken, sondern das richtige Timing ist hier auch wichtig. Dich auch auf deine eigenen Fähigkeiten zu verlassen, wird wichtig sein. Denn bei der Kunst geht es auch um Mäßigkeit. Die Karte heißt auch im Waite-Tarot Mäßigkeit, denn es geht hier darum, die goldene Mitte zu finden, ne? Harmonie und Einklang. Und zwar betrifft dies alle Bereiche in deinem Leben, ne? Dass du alle Bereiche in ein entsprechendes harmonisches Verhältnis setzen sollst. Und deswegen kein Bereich irgendwie priorisieren oder na, also Prioritäten setzen wahrscheinlich schon, aber halt nicht sich total auf eine Sache zu fokussieren, sondern das große Ganze im Blick zu behalten. Und so schaffst du eine individuelle Lösung, eine ideale, maßgeschneiderte Lösung für deine Situation. Ja, wow, und hier kommt der Kaiser. Was für eine wichtige Woche für dich. Ja, es stehen Entscheidungen an. Du gehst etwa ein Projekt in deinem Leben an mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Stärke. Auch Führungsqualitäten sieht man hier. Du willst hier Ordnung schaffen, Ordnungsstrukturen aufbauen, eine neue Struktur aufbauen, klare Verhältnisse schaffen und denkst dabei auch an die Zukunft. Es ist halt eine gute Zeit, um Projekte zu planen, ne? Projektmanagement, Projektplanung. Und das dann halt auch vorzustellen, zu verteidigen, andere davon zu überzeugen. Ja, aber auch in Beziehungen sehe ich hier, dass du dich darauf vorbereitest, deine Partnerschaft zu stabilisieren, eine feste Bindung aufzubauen. Und hast hier
Möchtest hier klare, kühle, rationale Entscheidungen treffen, die ein Konzept machen und halt dazu stehen, was du da tust, ne? Dir auch irgendwie deine Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten, das ist dir auch wichtig. Und die Karten begünstigen das gerade sehr. Also du hast hier wirklich viele, viele Möglichkeiten, dein Leben jetzt aufzubauen. Ne? Es ist ein aufbauender Prozess, eine Struktur, dir aufzubauen, die einfach lange wirkt. Wow, das ist der Magier, ne? Schaffenskraft, Tatkraft, Kreativität. Was soll ich dazu sagen, ne? Diese Karten bestätigen einfach alle Karten hier. Wow, also du hast wirklich irgendwie die Welt in deiner Hand, ne? Also du kannst, der Magier, der jongliert hier mit der Welt, ne? Mit den Gegebenheiten und auf spielerische Art und Weise mit einer gewissen Leichtigkeit die andere in ihren Bann ziehen kann, wirst du hier ein neues Projekt ins Leben rufen, mit ja, eben die Welt nach deinen Vorstellungen gestalten und Kreativität walten lassen. Schaffenskraft. Wow, also das ist wirklich hier eine überaus wunderschöne Legung. Okay. Ja, ich habe schon den Eindruck, hier diese Schaffenskraft, diese Tatkraft bezieht sich auf jeden Fall auch auf den Beruf. In Sachen Beziehung machst du hier jetzt eigentlich viele wichtige Erkenntnisse. Ich sehe hier diesen Aspekt der emotionalen Heilung. Ich glaube schon, dass du dich auf deinen Partner, auf deine Partnerin aktuell sehr verlassen kannst. Das ist bestimmt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das gibt dir gerade ganz viel Stabilität und Halt. Das wirbelt aber auch einige Themen aus der Vergangenheit hoch auf. Erfahrungen, in denen das nicht so gut gelaufen ist, ne? Also jede Beziehung ist ja auch ein bisschen anders. Und es gibt auch Partnerschaften, wo der andere Part einfach nicht so unterstützend wirkt, wie das jetzt der Fall zu sein scheint. Und diese Erkenntnis ist heilsam. Also aber es ist auch hat auch manchmal einen bitteren Nachgeschmack, ne? Hier gibt es etwas aus der Vergangenheit für dich, was an die Oberfläche dringen wird durch diese positive Erfahrung, was aber dann halt irgendwie auch unangenehm sein könnte, aber eben auch zur Heilung führt, ne, zur Verarbeitung dieser vergangenen Situation. Vielleicht kommt das auch gerade durch ein Gespräch zustande. In manchen Fällen, lieber Krebs, könnte sich diese Karte aber auch anders darstellen. Dass jemand irgendwie, dass sich hier in deinem Freundeskreis eine schwierige Situation ergibt, vielleicht. Dadurch, dass es bei dir so gut läuft, könntest du vielleicht ja auch mit Neid oder so konfrontiert sein, ne? Dass hier vielleicht doch eine, wenn man sich selber so wandelt, wenn man sich selber so verändert, ist das manchmal mit Freunden aus der Vergangenheit oder Familienmitglieder auch manchmal etwas schwierig, dass die diese Veränderung an einem selbst nicht so ganz akzeptieren. Und man hat hier vielleicht irgendwie auch ein negatives Gespräch, bei dem auch einiges zutage kommt, einige Erkenntnisse, einige Wahrheiten, die vielleicht dann halt auch unangenehm sein könnten, ne? Oder ja, aber auch gleichsam zu einer gewissen Klärung führen können. Aber das wird nicht bei allen von euch sein. In der Regel geht es hier eher um etwas in der Vergangenheit. Wir schauen mal weiter. Ja, du erhoffst dir einfach doch, dass du bald weit vorankommen wirst mit deinen Vorhaben, mit deinen Zielen. Ich habe ja schon gesagt, du planst für die Zukunft und du hoffst darauf, dass du bald
einen großen Sprung nach vorne machen kannst in Bezug auf dein Projekt oder in Bezug und oder in Bezug auf deine Beziehung. Vielleicht auch in Bezug auf eine Reise, einen Ortswechsel. Auf jeden Fall hast du hier ganz konkrete Pläne. Aber zunächst einmal geht es hier mehr um, ja, um das Konzept und den ersten Schaffensprozess, den ersten Funken, die ersten Hürden. Und da sehe ich, lieber Krebs, dass du erfolgreich das in dieser Woche schaffen wirst. Im Laufe der Woche wird sich der Kreis schließen und dir ein Gefühl der Erfüllung schenken. Da hast du dann eine Etappe auf diesem Weg bereits erfolgreich gemeistert und ja, du wirst zu einem gewissen Überblick kommen. Ne? Du wirst verstehen lernen, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist im Großen und Ganzen. Du könntest auch das Gefühl haben, dass es alles genau richtig ist, dass du genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Ein Gefühl von Vollständigkeit, von Erfüllung wird sich einstellen. Für diejenigen, die hier diese negative Kommunikation haben, ist dies eine Karte, die das sehr begünstigt, dass man hier in eine Versöhnung kommt und den anderen verzeihen kann. Auch in Bezug auf die Vergangenheit, vergangene Themen, wo vielleicht, ich habe ja gesagt, dieses Projekt, dieses Vorhaben, das schwebt dir schon lange vor. Und vielleicht hast du hier auch Misserfolge erlebt, die dir jetzt auch bewusst werden. Vielleicht auch durch andere Menschen, gerade wenn es um etwas Kreatives geht, stehen andere Menschen, auch wenn es Kleinigkeiten sind, oft uns auch auf entschiedene Weise im Weg. Ne? Zum Beispiel schon allein im Kunstunterricht, in der Grundschule, wenn man da irgendwie freier gearbeitet hat, kam dann halt jemand und sagt, also dann in dem Fall der Kunstlehrer, die Kunstlehrerin, ja, das ist aber nicht richtig so. Das sind halt so kleine Mikro-Erfahrungen, die halt doch dann später lange nachwirken können. Also das sollte man nicht unterschätzen. Sowas sehe ich hier auch, ne? dass vielleicht auch so eine Erfahrung hochkommt, dass dir plötzlich Erinnerungen aus der Vergangenheit hochkommen, die dich bislang in der Vergangenheit immer daran gehindert haben, das zu tun, was du jetzt in dieser Woche tust. In dieser Woche hindert dich gar nichts mehr. Es dient der Heilung, dass das an die Oberfläche dringt, an dein Bewusstsein dringt und du wirst es auch richtig einordnen können. Ich sehe auf jeden Fall, lieber Krebs, dass du damit in eine Verzeihung gehen kannst, in eine Vergebung gehen kannst, dass du die Vergangenheit, dass du lernen wirst, die Vergangenheit als solche stehen zu lassen. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das bringt dich weiter. Und das, was du hier planst für deine Zukunft, das wird Wirklichkeit werden. Ne? Dir steht jetzt nichts mehr im Wege. Du kannst hier so viel erreichen in dieser Woche. Es sind wunderschöne Karten. Die Seherin. Der Blick in die Zukunft. Ja, absolut. Ja, glaub an deine Träume, denn die haben eine Realität aktuell in dieser Woche. Es ist wirklich beeindruckend, lieber Krebs. Also, wow. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Ja, diese Zweifel, ne? Alles, was also so in der Vergangenheit war, das hat in uns Glaubenssätze kreieren lassen. Ne? Dadurch haben sich Glaubenssätze in uns verfestigt. Und das ist die Wohlfühlzone. Aber das ist keine uns hilfreiche Wohlfühlzone. Es ist nur eine Illusion. Das ist der Mond, ne? Der Schritt in ein unbekanntes Land. Und das ist natürlich keine Wohlfühlzone. Aber es heißt nicht, dass es nicht bald zu einer Wohlfühlzone werden kann. Also verlasse diese alte Wohlfühlzone und tritt in eine neue, lieber Krebs. Was kann ich dir noch mitgeben auf diesen Weg? Ich weiß, dass ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Das kannst du dir auf jeden Fall sagen. Es ist eine sinnvolle Affirmation, die hier wirklich sehr sinnvoll ist.
Du musst dich einer Angst stellen und sie überwinden. Das ist der Mond, ne, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Weil es gerade dir so viel, weil so viel da, dir daran liegt, hast du auch im Vorfeld so viel Sorge, ne? Du kannst das, steht hier noch, ne? Und ja, du kannst das. Also wow, was sagt das feministische Orakel zu deiner Situation? Phoebe Philo, von der ich leider nicht das Sternzeichen weiß, möchte dir mitteilen, kenne deine Grenzen und respektiere sie. Mhm. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Und zieh an, worin du dich am wohlsten fühlst. Ja, manchmal ist es am einfachsten, ne? Also manchmal sind die einfachsten Dinge einfach die besten. Ja, lieber Krebs, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und dass die Energien positiv, sehr angenehm bei dir ankommen werden, dass du viel aus diesen Energien machen wirst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.